schöner Land. Das ist nicht, wie man denken könnte, die Einladung zu einem Liederabend. Wir wollen reden. Dafür sind Sie hergekommen in die Bonner Bundeskunsthalle zu den Jerusalemer Gesprächen. Schön, dass Sie da sind. Ich freue mich sehr. Wo ist eigentlich kein schöner Land? Ist das hier in Deutschland, so wie es das Lied suggeriert? Oder ist das das gelobte Land? Ist das Israel? Oder ist es einfach das Land für jeden, wo er geboren wurde? Wo du die Bäume kennst, ist nicht die Heimat, sondern dort, wo die Bäume dich kennen. So sagt man in Sibirien. 1 Million Flüchtlinge war es Deutschland, das Sehnsuchtsland. Für viele Juden in aller Welt ist es Israel, das Sehnsuchtsland. Aber kann man die alte Heimat und damit seine frühere Identität einfach so ablegen? Oder schleicht sie einem doch irgendwie immer wieder hinterher? Und was ist, wenn man sich in der neuen Heimat geirrt hat? Was, wenn die alte Heimat mit einmal wieder erträglicher wird oder sogar attraktiv wird? All das wollen wir bereden in den nächsten 90 Minuten mit unseren, wie Sie wissen, noch nicht ganz vollzähligen Gästen. Aber ich freue mich, dass Alfred Grosser es unter Mühen heute nach Bonn geschafft hat von Paris, auch mit Verspätung, aber immerhin, er ist hier. Ich möchte ihn ganz kurz vorstellen für alle die, denen es vielleicht nicht ganz so geläufig ist. Auf jeden Fall ist er hochbekannt als einer der großen europäischen Intellektuellen. Er ist Politologe, Autor, er war immer Politikberater auch, mit deutschen Wurzeln, aber französischer Staatsbürgerschaft. Und er war immer ein Brückenbauer zwischen Deutschland und Frankreich. Schön, dass Sie hier sind, Herr Grosser. Renan Demirkan. Jetzt verstehen Sie mich etwas besser? Ja, gut. Fein, das freut mich. Schauspielerin, Schriftstellerin, ist als Kind mit 7 Jahren aus der Türkei nach Deutschland gekommen und steht jetzt doch zumindest vor der einen Schwierigkeit, so wie die Situation im Moment ist, nicht jederzeit in die Türkei reisen zu können, wann immer Ihnen danach wäre. Das ist im Moment eine große problematische Angelegenheit. Wahrscheinlich sprechen wir gleich im Verlauf dieser Diskussion noch darüber. Eliaz Cohen ist Poet, ist Aktivist und er ist Siedler in Kfar Etzion im Westjordanland. Und er ist, tritt ein und kämpft aktiv für das Zusammenleben, und zwar das friedliche Zusammenleben von Juden und Palästinensern in einem Staat. Und last but not least Diana Hodali, Journalistin, Kollegin sozusagen, Tochter von christlichen Palästinensern und hat die Erfahrung gemacht, dass sie eine eigene Identität anders als die Eltern entwickelt hat, aber dass die Eltern mit ihrer Identität doch auch immer noch ziemlichen Platz einnehmen im Leben. Herr Grosser, Sie haben gesagt, Sie verstehen sich als ein total assimilierter Franzose, der aber die deutsche Sprache und Kultur immer behalten hat. 1933 waren Ihre Eltern und Sie gezwungen, Deutschland zu verlassen, Frankfurt zu verlassen und nach Frankreich zu gehen. Was verliert man, wenn man gehen muss? Ich muss von voraus sagen. Oh, wie schön. Wunderbar. Ganz kurz, ich möchte Frau Feldmann, Deborah Feldmann, ganz herzlich willkommen heißen in dieser Runde. Es war eine stressige Anreise, umso schöner, dass Sie es jetzt fast pünktlich geschafft haben. Sage ganz kurz, weshalb sie so wichtig und richtig ist in dieser Runde. Deborah Feldmann ist Schriftstellerin. Sie stammte aus den USA, sie hat ihre Heimat Amerika hinter sich gelassen und sie ist seit 3 Monaten deutsche Staatsbürgerin. Schön, dass Sie da sind. Herr Grosser. Ja, also zuerst Vorbemerkung, ich war nie, als ich die Laudatio für den Friedenspreis von Marion Dönhoff gehalten habe, sagte ich in meiner Laudatio, Frankfurt ist mein Geburtsort, aber nicht meine Heimatstadt. Da war mir der Bürgermeister sehr böse, aber es stimmt auch. Ich war 8, wie wir weg sind. Wir sind dann nach Frankreich. Ich bin schnell Franzose geworden und ich muss es sagen, weil es die Wirklichkeit ist. Mein Vater, der Kinderarzt war, ist gleich an einem Herzschlag gestorben und auf diese Art war ich eigentlich nie Kind eines Immigranten, sondern, das will mir nachher noch sagen, schnell französisch assimiliert. Und das hindert nicht, dass man die Sprache behält, die ich als Kindersprache hatte und später Germanistik studiert habe. Aber das Wichtige war, dass übrigens ein deutscher Beamter hat dann nachher meiner Mutter gesagt, sie bekommen eine ganz, ganz kleine Rente, denn sie können nicht beweisen, dass der Herzschlag ihres Mannes irgendetwas mit der Immigration zu tun hatte. Ich wollte dann, sage ich gleich, später überhaupt keine Entschädigung haben, denn ich fühlte mich nicht benötigt, als Franzose von Deutschland Entschädigung zu bekommen. So weit bis jetzt. Also Sie haben etwas gewonnen, wie Sie sagen, nicht so viel verloren. Wir reden gleich noch drüber. Deborah Feldmann, Sie haben in ganz kurzer Zeit, in sagenhaft kurzer Zeit, wie ich finde, 2 bemerkenswert offene Bücher geschrieben, 2 sehr unterschiedliche Bücher. Das eine lautet Unorthodox, das andere, da lautet der Titel Überbitten. Sie haben darin beschrieben, in Unorthodox, Ihr Leben in der Satmarer ultraorthodoxen jüdischen Gemeinde in Williamsburg in New York. Eine Sekte, wie Sie sagen, wie Sie es auch schildern, und Sie haben in Überbitten Ihre Suche eigentlich nach dem neuen Platz, wo Sie leben können. Wenn ich das jetzt mal auf einen Satz zusammenbringe, die vielen Seiten geschildert. Sie haben sich tatsächlich entschieden, Amerika zu verlassen zu einem Zeitraum, den ich einigermaßen erklärungsbedürftig finde, nämlich als Sie richtig großen Erfolg hatten. Jeder kannte Sie, Sie haben eine Menge Geld verdient, Sie haben alle Möglichkeiten gehabt. Warum weg von der alten Heimat? Also zuerst, wenn man in einer Gemeinschaft aufwächst wie meine, dann ist Geld eher eine Bedrohung, würde ich sagen. Weil man lernt in einer Gemeinschaft, wenn man schon sehr, sehr jung ist, dass Geld ist was, was eine Seele vergiftet, was eine Seele verführen kann und korrumpieren kann. Und das hat mein Großvater auch als Vorbild dargestellt, weil er hat sehr gut verdient, aber ich habe das nie gewusst. Also ich musste älter werden, bevor ich verstanden habe, dass er so gut verdient hat, weil er nie Geld ausgegeben hat. Und trotzdem hat er immer darauf beharrt, sozusagen die innere Ruhe zu kultivieren. Und insofern wurde mir sehr schnell klar, als ich dann in Amerika Geld hatte, dass ich aber keine innere Ruhe haben kann, weil alle waren ständig dabei, mich anzufreunden und zu gewissen Partys zu schleppen. Und da war es ein sehr falsches Milieu. Die Menschen waren sehr, sehr falsch und das hat mich sehr runtergebracht, das hat mich sehr deprimiert. Und dann gleichzeitig war ich genug lange draußen, dass ich verstanden habe, dass, obwohl ich in Amerika aufgewachsen bin, weil ich so von der amerikanischen Gesellschaft abgeschottet, dass ich mich gar nicht da finden konnte. Ich konnte gar nicht mit diesen Werten identifizieren. Es war wirklich wie ein fremdes Land. Und dann kam ich zufällig zum ersten Mal nach Europa und plötzlich war mir irgendwas vertraut. Weil alle Geschichten, die meine Großmutter mir erzählt hat, als ich ein Kind war, da habe ich die in Paris wiedergefunden, da habe ich die in Spanien wiedergefunden, in Ungarn, in Schweden. Alles aus meiner Kindheit kam wieder zurück zu mir. Und es fängt ja nicht nur mit dem Essen an. Also das ist wirklich so ein Gefühl von Heimat. Und ich finde es interessant im Allgemeinen, dass viele aschkenasische Juden, die ich kenne, versuchen immer, eine Beziehung zu Israel aufzubauen. Die versuchen das Gefühl, Israel ist meine Heimat und ich sollte da so, ich sollte da hingehen und ich sollte so Verbindungen aufbauen, ich sollte da was spüren, ich sollte was Magisches spüren. Auch ich habe das erwartet. Ich bin nach Israel und habe gewartet, dass der Zauber sozusagen zu mir kommt. Aber es kommt nicht, weil wenn man eine aschkenasische jüdische Person ist, dann hat man eher Bezug auf Westeuropa. Man war da tausende Jahre und man kommt nach Israel mit vielen Erwartungen und merkt, da ist nichts. Es war genauso wie in Amerika, sondern problematischer für mich. Und insofern war es eine sehr natürliche Entscheidung, dass ich irgendwann mal nach Berlin gezogen bin und die deutsche Staatsangehörigkeit beantragt habe. Meine Familie war ja in Deutschland, hatte da hier Wurzeln und ich habe sozusagen den Kreis geschlossen und fühle mich heute sehr verwurzelt und genau da, wo ich sein soll, wo ich gehöre sozusagen. Eliaz Cohen, wie wirkt das denn auf Sie, wenn Deborah jetzt sagt, Israel, der große Zauber, überträgt sich gar nicht sofort? Das war die Heimat, die sie verschmäht hat letzten Endes. Und nicht alle finden, was sie suchen. Das ist etwas vom Geheimnisvollen eigentlich. Das Geheimnisvolle ist manchmal auch so eine gewisse Kluft zwischen unseren Träumen, unseren Fantasien und zwischen dem, was wir sozusagen in Wirklichkeit finden. Ich glaube, wer das versteht, man kann vielleicht im Film, den wir gesehen haben, den wir vom Panel gesehen haben. Ich habe ein bisschen gelächelt, dass ich plötzlich, das gab nichts Geheimnisvolles, es ist ein einfaches Leben, zu einfach eigentlich, in den Straßen von Jerusalem, in diesem unmöglichen Mix, Israel, Palästina, und das ist auch, was im Heiligen Land, was man da findet, diese Auseinandersetzung, Juden, Christen, Muslime und andere Minderheiten. Und auch denken Sie auch an diese Identitäten in diesem Land. Was dieser israelische Melting Pot, was der darstellt, was der Zionismus als großes nationales Projekt irgendwie durchführen wollte, aber es ist eigentlich ein unmögliches Projekt, Menschen zu nehmen von 70 Diasporas sozusagen und versuchen, eine neue Ordnung zu schaffen, neues Setting, aufgrund eines sehr allgemeinen Traums, und das sind unterschiedliche Fantasien, unterschiedliche Bräuche. Ich kann Ihnen das wirklich offen sagen. Der zionistische Traum hat großartige Sachen geschaffen. Man kann nicht vergleichen, was Israel in 70 Jahren fast erreicht hat. Aber was den Geist betrifft, ist sie, lasst uns nicht auch über ethische Aspekte sprechen, ist Israel ist ganz weit von den Träumen, von den Bestrebungen der Juden allen Generationen entfernt. Eliaz, ich möchte gerne noch eine Frage anhängen, als Sie zum ersten Mal von Israel nach Deutschland gekommen sind. Erzählen Sie es. Ich bin mehr Israeli, obwohl ich eine Kippa trage und religiös bin. Das sagt mir mein Instinkt. Und dann kommt das manchmal wirklich eine große Überraschung. Hoffentlich kann ich das jetzt erzählen. Ich bin sehr aufgeregt. Es war gestern, als ich gestern vom Flughafen in Frankfurt, da auf der Rolltreppe nach unten, als ich zu den Gleisen kam und unter dem Flughafen, plötzlich, ich bin sehr, sehr aufgeregt, ich hoffe, dass ich weine nicht, und plötzlich kriege ich eine Gänsehaut. Ich glaube, dass ich in meinem Leben sowas nie gespürt habe. Von unten, man sieht von den Rolltreppen aus alle Gleise, die sieht, und plötzlich dieser ganze Frame, den ich gesehen habe, diese Achtung, und das hat mich erfasst. Ich war überhaupt nicht bereit dafür. Ich war nicht dort. Ich bin die vierte Generation. Ich war nicht damals, ich war nicht in der Shoah. Ich bin vierte Generation. Ganz einfach. Ich habe wirklich gezittert, das ging durch meinen ganzen Körper bis zum, und ich war wirklich erstarrt, und ich schaute nach allen Seiten wie ein verfolgter Jude plötzlich. Ich wusste gar nicht, dass ich so solcher bin. Ich wusste nicht, dass ich dieses kollektive Gedächtnis in mir habe. Und plötzlich in einem Moment, vielleicht, ist mir klar geworden, dass ich mehr jüdisch bin als israelisch. Vielleicht nicht ganz, aber im Moment, als du diesen Schock spürst. Ich war in Polen, ich war in den Vernichtungslagern. Ich hatte damals keine solche Erfahrung. Man kann das nicht erklären. Und ich will euch jetzt beruhigen, das ist sehr schnell vorbeigegangen. Schon am Informationsschalter waren die Leute da sehr höflich, und ich bin jemand, der schnell den Weg verliert. Aber man hat mir geholfen, und hier der ganze Empfang. Ich fühle hier mich nicht als verfolgter Jude. Aber es ist also ein Moment, so ein Flashback aus der Vergangenheit. Aber ich bin irgendwie verbunden damit. Und das war irgendwie eine Lektion, die ich im Leben nicht hatte. Renan Demirkan, Ihre Mutter hat Sie, ich weiß nicht, ob sie Sie gefragt hat, aber im Alter von 7 Jahren nach Deutschland gebracht. Was war das für Sie? Können Sie sich erinnern an das erste Erlebnis, nach Deutschland zu kommen? Ich bin ein bisschen hin und her gerissen, weil das hat mich eben sehr, sehr getroffen. Weil dieses kollektive Gedächtnis haben wir ja alle. Weil auch ich kriege Fragmente manchmal, wenn ich Orte aufsuche. Und ich bin keine Jüdin. Ich habe niemanden in meiner Familie, der die Shoah erlebt hat. Aber ich habe die Shoah gesehen von Landsmann. Und dann gibt es so Fragmente von Bildern, wenn ich überfüllte Züge kriege, kriege ich auch so einen Flash. Ich glaube, das hat gar nicht so sehr mit der Nationalität oder mit der Religion zu tun, sondern mit einer Emotionalität zu historischen Ereignissen oder zu menschlichem Leid. Ich denke, das ist etwas anderes. Dieses Land ist so schön und so verschieden und so großartig. Und wenn man in Jerusalem in die Altstadt durch das Davidtor geht, habe ich meine komplette multiple Persönlichkeitsempfindung gehabt, denn ich roch aus allen Gassen, also aus der christlichen Gasse, aus der jüdischen Gasse und aus der muslimischen Gasse, roch ich Gewürze, ich hörte Musikfetzen, ich sah Menschen sich darin bewegen und dachte mir, ja, zu allem gehöre ich ein Stück weit und bin dennoch nicht eins von diesen ausschließlich. Es hat natürlich was damit zu tun, dass ich mit 7 Jahren hierher gekommen bin, dass ich mein halbes Leben danach gesucht habe, nach diesem Wer bin ich? Bis mir meine Tochter, als ich September T oder das geliehene Leben geschrieben habe, und sie war damals in Toronto, im Glendon College, wir haben immer geskypt, gesagt hat, Mama, warum fragst du immer noch nach dem, wer bin ich? Ich glaube, es ist viel spannender zu fragen, wer will ich sein? Das war so eine, und das ist noch gar nicht so lange her, das war 2007, dass ich ein anderes Bewusstsein auch bekommen habe nach diesem Begriff der Identität. Ich bin Schauspielerin, das heißt, multiple Persönlichkeiten oder multiple Identitäten sind mein Job. Und irgendwann dachte ich, werde ich verrückt? Bin ich all die? Nein, ich bin sie nicht. Meine erste Rolle im Fernsehen war das schöne Irre-Juden-Mädchen. Und ganz bald darauf habe ich von Gobol die Palästinenserin in Hamburg gespielt. Kann man das? Es geht. Ich bin gebürtige Tscherkessin, habe aber als türkische Staatsbürgerin einen türkischen Pass bekommen, kam hier nach Deutschland, wurde Deutsche, endlich irgendwann seit Jahren mit 42. Und wo ist nun mein Ursprung? Das heißt, ich glaube nicht, dass eine Identität etwas Statisches und Konstantes ist. Eine Identität, die sich auch nur auf das Statische und Konstante bezieht, ist starr, stur, es vernichtet die eigene Entwicklung und es vernichtet vor allem die anderen Entwicklungen. Und denke, dass Identität etwas, ein ständig wandelndes und ein ständig wachsendes Ich ist. Und noch eine Information aus der Psychiatrie und Psychologie, das Identitätsensemble, das einen gesunden Menschen ausmacht. Das ist interessant. Also, wenn ich als Schauspielerin schon denke, ich werde irre bei so vielen Rollen und unterschiedlichen Herkünften und Religionen, die Psychologie sagt, jede Erfahrung ist eine eigene Identität und eine eigene Person und hat eine eigene Autorität. Und ein gesunder Mensch besteht aus einem Identitätsensemble von circa 15 Identitäten. Ich hatte es vorhin gesagt, Diana Hodali, Sie haben christlich-palästinensische Eltern. Das stimmt. Sie kennen die eine Kultur, Sie kennen auch die andere Kultur. Ist das eigentlich so, auch das, was Renan Demirkan gerade angedeutet hat, dass es ständig so ein Hin und Her zwischen diesen Identitäten gibt? Ich glaube, es ist ein bisschen ähnlich wie bei Renan Demirkan. Ich glaube, ich habe sehr lange versucht zu definieren, wer ich eigentlich bin und bin irgendwann zu dem Entschluss gekommen, dass ich eben auch ganz viel bin und dass ich mich nicht festlegen muss. Ich brauche kein starres Konzept von mir selber, keine Definition von mir, die ich jemandem präsentieren kann. Und das hat mir das dann irgendwann erleichtert. Es war besonders schwer, glaube ich, als Teenager aufzuwachsen in einem arabischen Haushalt, mit deutschen Freunden, in einer deutschen Schule, mit einem komplett deutschen Umfeld. Trotzdem die Sprache zu sprechen, die Kultur kennenzulernen, das Essen zu kennen, dorthin zu reisen. Und habe daher irgendwann so für mich den Weg gefunden zu sagen, ich bin einfach beides, ich muss mich gar nicht festlegen, ich bin ganz viel, ich bin Diana, ich bin Journalistin, ich habe palästinensische Eltern, ich bin Deutsche, ich lebe hier, ich reise dahin, ich habe so ganz viele verschiedene Aspekte, die mich, glaube ich, ausmachen. Und ich glaube, das ist einfach auch das Schöne daran, dass ich meine Heimat oder den Begriff Heimat und Identität nicht auf einen Ort fixiere. Also ich reduziere das nicht auf irgendwas Geografisches. Meine Identität, der Rahmen meiner Identität ist viel weiter als eine normale Geografie, als Bonn, in der ich geboren bin, oder das Bejala oder Bethlehem, in das ich ständig reise. Wenn das so wäre, würde ich mich, glaube ich, sehr eingegrenzt fühlen. Also es wäre mir viel zu eng. Alfred Grosser, Sie haben geschrieben, das neue Buch, das 37. Buch, Le Mensch, und beschreiben eigentlich genau das, was Diana Hodali gerade gesagt hat, nämlich jeder Mensch, was Renan Demirkan auch gesagt hat, jeder Mensch hat viele Identitäten. Ja, ich habe viele Identitäten, wie jeder von uns. Ich bin Mann und nicht Frau. Das gibt mir noch in der deutschen wie der französischen Gesellschaft unverdiente Vorteile. Ich bin Professor, also Beamter, also kann ich nicht arbeitslos werden. Also bin ich eine radikale andere Identität als die Menschen, die arbeitslos sind oder arbeitslos werden können. Ich bin Franzose, das bin ich sehr rasch geworden. Ich kannte kein Wort Französisch. Nach der ersten Stunde am Anfang von 1934 fragten mich die Schulkameraden, comment tu t'appelles? Ich habe darauf geschaut, denn ich dachte, das sei eine Aggression, weil ich in Frankfurt als kleiner Jude geschlagen worden war. Ich bin noch vieles andere, ich bin Franzose, ich bin vieles. Das Wesentliche ist, dass man diese Zugehörigkeiten erkennt, dass man diese Zugehörigkeiten meistert und Distanz zu ihnen nimmt. Denn nur wenn man Distanz zu den eigenen Zugehörigkeiten nimmt, kann man das Leiden der anderen verstehen. Und ich glaube, das Leiden der anderen ist wirklich das Wesentliche, das zu sagen ist. Allerdings heute in einer Welt, und das ist auch das Thema des Buches, das heißt Le Mensch, die Ethik der Identitäten, das heißt, das können Sie nachher kaufen, das Hauptthema ist hier, wie kann ich das Menschwerden verbessern in einer völligen Verzweiflung am Weltgeschehen. Und trotzdem muss man versuchen, mehr Menschlichkeit unter die Menschen zu bringen, da sie Deutsche sind und natürlich Goethe voll gelesen haben. Am Ende von Wilhelm Meister steht, nun siehst du aus wie ein Mensch, und deswegen Le Mensch. Und mehr Menschlichkeit bringen ist genau das Gegenteil von Kafka in der Verwandlung. In der Verwandlung wird ein Mensch zum Ungeziefer. Man versucht, mehr Menschlichkeit zu bringen, das versucht man pädagogisch. Man versucht, die Menschen freier zu machen, sich selbst zu kritisieren, Distanz zu seinen Identitäten nehmen, damit sie mehr Menschen werden. Und ich hoffe, das ist eine der Aufgaben, die ich mir in meinem Leben gestellt habe. Und ich hoffe, einigen Menschen und Gymnasiasten, wo ich oft hingehe, geholfen zu haben, mehr Mensch zu werden. Das heißt, mehr Verständnis für die anderen, mehr Selbstkritik und Kritik an den Zugehörigkeiten, die man erlebt. das macht keinen Sinn, jemanden zu fragen, woher kommst du? Ihn auf etwas zu reduzieren, auf meine Haarfarbe oder auf die Herkunft, auf eine Passfarbe. Ich glaube, es macht mehr Sinn, wenn ich jemanden anderen tatsächlich verstehen will oder ihn durchdringen will, was ihn ausmacht, wenn ich frage, was tust du? Und wenn ich diese Frage bekomme, dann antworte ich universell. Jeder Mensch unter jedem Himmel auf der Welt antwortet darauf mit dem, was er tut und was er fühlt. Ich bin Kosmopolitin, mich kriegst du unter keine Fahne. Ich habe von Moslems die Liebe gelernt, von Christen das Handeln, von Juden das Denken. Für mich ist es sehr emotional und sehr wichtig, dass ich jetzt deutsch bin und dass ich mich sozusagen teilweise von dem Amerikanischsein und von dem Jüdischsein als Hauptsache auch damit befreit habe. Ich glaube, wenn wir über Identität wirklich sprechen und wenn wir Identität in unser Körper spüren, dann geht es um diese ererbte Geschichten, woher nicht nur woher man kommt, sondern woher man geschichtlich kommt, woher die Eltern und Großeltern und Urgroßeltern, egal ob es nicht um Nationalität geht, sondern um die Erlebnisse dieser Familie und wie sie dann Generation zu Generation weitergeleitet werden und jemanden prägen. Also wenn ich zum Beispiel um die jungen Menschen denke, um mich in Berlin, die mit Identität hadern oder gehadert haben, dann geht es um genau diesen Prozess, wie kommt man da an, um sich als Mensch wahrnehmen zu können und insofern die anderen nicht als andere wahrnehmen zu müssen. Das geht auch um sozusagen über diese Erfahrungen, die ererbt sind, hinauszukommen. Jeder muss einen Prozess durchmachen, wo sie sagen, die sind die Erfahrungen, ich bin aber nicht in diese Erfahrungen und in diese Erinnerung gesperrt oder gefangen, sondern ich darf aus dem Raum und ich darf mich mit den anderen verbinden. Also das ist nicht so, dass wir sagen können, also jetzt sind sie alle Menschen, Identität ist vorbei, weil das geht nicht, auch wenn es gesagt wird. Das ist ein gelebter Prozess, es ist auch ein sehr schwieriger Prozess und es ist ein Prozess, wo wir eigentlich junge Menschen dazu ermutigen müssen und dabei unterstützen müssen. Weil viele schaffen das gar nicht, sich aus ihrem Identitätsraum zu befreien. Das sehen wir leider in unserer Gesellschaft, egal ob wir als Individuum uns schon befreit haben. Aber Sie widersprechen sich, merken Sie das? Nee, gar nicht. Doch, denn wir sind alle Menschen und wenn man die reduziert auf eine Identität, so entspricht das nicht der Wirklichkeit. Meine eine Identität ist als Mensch. Ich bin da auf derselben Seite wie Sie, aber ich musste hadern, da anzukommen. Auch wenn Sie mir vor 10 Jahren kennengelernt haben und mir sagen würden, Sie sind einfach Mensch, befreien Sie sich. Das würde ja nicht klappen, das klappt ja nicht so. Diese Befreiung muss man körperlich erleben, man muss danach streben. Es widerspricht sich dem aber nicht, ich kenne das, ich weiß, was Sie meinen. Das ist richtig und dennoch ist es so, wir sind Menschen. John Dewey sagte, ein wunderbarer amerikanischer Pädagoge und Philosoph, jede Erfahrung macht aus dir einen neuen Menschen, denn jede Erfahrung ist eine neue Identität. Absolut, und mit aber dem die wandeln deine Identität nicht um. Man muss es wirklich so sehen, als wäre es ein Spinngewebe und da kommt was am Rand dazu. Deswegen aber diesen Kern kann man nicht mit einer Erfahrung ändern. Nein, aber sie wächst ja. Aber reduzierst du das nur auf diese eine Erfahrung? Nein, wir sprechen vom Kern, weil wenn der Kern krank ist, dann ist es egal, was dazu am Rand kommt. Es gibt einen Kern der Identität, mit dem wir groß werden. Diese Identität wird uns von unseren Eltern, unserer Gesellschaft verlieren. Und dann müssen wir entscheiden, bin ich damit einverstanden und muss ich nur halt am Rand was hinzufügen oder möchte ich diesen Kern vollkommen ändern? Das habe ich ja eben auch erlebt. Ja? Ich habe meine Kernidentität absolut umwandeln müssen. Die deutsche Identität hat sehr lange bedeutet Schuld und Scham. Und das heißt, man musste sich sozusagen von der Identität selbst entfernen, um sich von diesen Schulden und Scham zu befreien, was sehr, sehr schmerzhaft ist. Und das heißt, das Deutschsein wird dann irgendwas, was man aus sich ausrotten muss. Und für mich ist das so passend zu meiner Geschichte und wie ich mich versucht habe, von Schuld und Scham zu befreien, dass eigentlich fühlt sich das Deutschland genau deshalb, genau aus diesen ererbten Erfahrungen aus, vertraut an. Es ist meine Heimat, diese Gefühle sind meine Heimat, die erkenne ich. Aber was ich gemerkt habe, dass wir in einer Zeit leben, dieses nach dem Zweiten Weltkriegszeit, wo das Jüdischsein eigentlich überall, egal ob man religiös ist oder nicht, zu einem zu einer Art von Last geworden ist, insofern, dass man sich dazu gezwungen fühlt, dass man merkt, dass man in der Gesellschaft oft eine auferlegte Solidarität und Kollektivität erlebt, dass man sozusagen, auch wenn man sich befreien will und auch wenn man das laut ankündigt, dann sagt man dir, du darfst doch nicht, weil guck mal, was damals passiert ist, du bist nie frei, du wirst nie frei sein. Und immer diese, du darfst deine eigenen Gedanken nicht haben, weil vorher kommt das Volk, vorher kommt diese Pöble, ja, die Nation, diese Identität. Fragen wir Eliaz Cohen. Ist es manchmal so, Sie leben ja nun wirklich nicht in dem einfachsten aller Länder, sagen wir es mal, untertreiben wir mal ein bisschen. Ist es manchmal so, dass man Heimat auch einfach aushalten muss, ertragen muss? Was ist Identität? Was sind die Komponenten? Wenn wir sozusagen das suchen, müssen wir das suchen oder müssen wir sozusagen ein Ensemble von Identitäten voraussetzen? Ich lerne sehr viel von euch in dieser Diskussion. Ich fühle, dass ihr alle, ihr seid meine Lehrer und Lehrerinnen. Meine Erfahrung in Israel zuerst. Identität. Sie darf nicht fundamentalistisch sein. Das ist alles. Sie darf nicht abgeschlossen sein. Da gibt es sehr große Gefahren für die Gesellschaft, für den Menschen. Wir kennen das. Die zweite Sache, die ich aus Israel kenne, dass Identität oder Identitätskomponenten, das ist, sie sollen nicht negativ definiert sein oder mit einer Drohung definiert sein oder eine Gemeinde, ein Kollektiv oder ein Individuum. Sie sollen sich nicht definieren als im Verhältnis, was der andere sozusagen projiziert oder diese Drohung oder eine wirkliche Drohung oder es kann ein anderes Volk, was sozusagen projiziert wird. Und ich kann euch sagen, und da habe ich sehr viel damit zu tun in Israel, zu viele Identitätskomponenten heute in Israel. Ich spreche über die jüdische Seite mehr. Werden nicht offen definiert, sondern ethnozentrisch definiert, fast fundamentalistisch. Und auch wenn es jüdische Komponenten gibt, über die man spricht, werden die definiert allzu viel, also auf negative Art und Weise und nicht positiv definiert. Jetzt möchte ich nämlich gerne von Diana Hodali endlich wissen, wie das eigentlich ist, wenn man in Deutschland geboren wurde, damit sozusagen Fakten für sie geschaffen worden sind, die Eltern aber ja diesen Weg wahrscheinlich nicht so ganz freiwillig und freudig und fröhlich hinter sich gebracht haben. Also meine Eltern sind nicht geflohen, meine Eltern sind 62 und 66 nach Bonn gekommen tatsächlich. Also sie sind nicht in dem Sinne geflohen, sie wurden nicht in dem Sinne vertrieben, aber sie sind gegangen, weil sie wussten, dass die Situation vor Ort nicht sehr gut sein würde für die Zukunft für Palästinenser. Und meine Anschlussfrage möchte ich stellen, wenn Sie als Journalistin, was ich weiß, was Sie tun, immer wieder auch nach Israel fahren, dort recherchieren, ist das dann so, dass Sie sagen, auch wenn ich da nicht aufgewachsen bin, auch wenn ich nicht in Israel geboren bin, ich kenne alle Codes, ich weiß, wie dieses Land tickt, wie es funktioniert, ich bin quasi irgendwie hier auch zu Hause. Also für mich ist es ja schon mal nicht nur ein Land, ne? Deswegen, wenn Sie von Israel sprechen, ist für mich natürlich, Palästina spielt natürlich für mich die andere Rolle, weil ich habe einen palästinensischen Hintergrund. Ich glaube, ich habe irgendwann die Codes ein bisschen gelernt. Für mich war viel schwieriger dieses Gefühl, in Deutschland eine von vielen zu sein. Und immer wenn ich in Tel Aviv ankomme, das Gefühl zu haben, ich bin hier nicht erwünscht. Das war für mich das viel größere Problem. Alleine schon, wenn ich an der Passkontrolle anstehe, wenn ich in diesen Extraraum geschickt werde, in dem ich befragt werde, in dem ich 3 Stunden sitze, ohne irgendeine Form der Information. Und das habe ich jetzt die letzten, ich würde sagen, 25 Jahre so mitgemacht. Ja? Und das sind so Sachen, wo ich dann denke, da hinterfrage ich dann nochmal, wohin gehöre ich eigentlich? Was ist eigentlich Teil von mir und was ist nicht Teil von mir? In der Sekunde sehne ich mich nach Deutschland, weil ich manchmal denke, in Deutschland bin ich einfach nicht die Palästinenserin, die ich ja eigentlich auch nicht nur bin, weil ich bin ja eigentlich in Deutschland geboren und aufgewachsen, aber sobald ich sage jetzt mal, in Tel Aviv ankomme, bin ich das, weil mein Pass ist dann nur noch zweitrangig, sage ich mal. Ich musste meinen jordanischen Pass haben wir abgegeben, ich hatte damals einen jordanischen Pass, wir hatten keinen palästinensischen Pass und ich dürfte ja auch nicht, so wie viele amerikanische Juden das dürfen, jemals dort meine Heimat suchen, wenn ich das wollte. Ich dürfte dort nicht leben. Ja? Ich müsste alle 3 Monate wie ein Tourist ein- und ausreisen. So, und das ist schon manchmal, dass ich dann denke, das macht es mir nicht ganz einfach, mich so zu bewegen vor Ort. Also manchmal erwische ich mich auch, dass ich in einem Bus, das ist ein Chirut, das ist ein Sammeltaxi, mit dem ich dann vom Flughafen nach Jerusalem fahre und ich sitze umzingelt von amerikanischen Juden, von oder vielen anderen und ich erwische mich dabei, wie ich vermeide, Arabisch zu sprechen. Ja, ich erwische mich einfach dabei. Das passiert ganz natürlich, weil ich manchmal denke, irgendwie gehöre ich hier eigentlich nicht hin, aber irgendwie gehöre ich hier doch hin. Und dann, das dauert ein bisschen und dann bin ich irgendwann angekommen. Dann bin ich irgendwann da und dann fühle ich mich auch wohl. Und das passiert ganz viel über Sprache, über eben Codes und über die Menschen, die ich dort kenne und mit denen ich mich dann auch umgebe. Also man sucht sich ja auch aus, mit welchen Menschen man sich umgibt. In einem Land. Also man macht schöne Erfahrungen, man macht schlechte Erfahrungen, aber letztendlich hat man irgendwann so einen Kreis um sich, wo man so einen Wohlfühlfaktor hat. Alfred Grosser, kommt Ihnen das bekannt vor? In Deutschland ist Diana Hodali die Palästinenserin, in Israel ist sie die Palästinenserin, aber also nicht das, was sie eigentlich über sich selbst sagen, oder nehme ich die Deutsche? Ich bin, wie mich ein Journalist definiert, ein jüdisch geborener, mit dem Christentum geistig verbundener Atheist. Es gibt 2 Gemeinschaften, denen ich nicht angehöre, wo ich mitstreiten darf und mitstreite gegen die Bösen mit den Guten. Das ist als Franzose in Deutschland und als Atheist im französischen Katholizismus. Man soll nie die sagen. Die ist eine Verallgemeinerung. Wenn wir 1945 gesagt hätten, die Deutschen, dann hätte es nie deutsch-französische Beziehungen gegeben. Wir haben gesagt, Deutsche sind so und andere Deutsche sind anders. Aber diese Bezeichnung mit dem Finger, der auf einen zeigt, und den Philosoph, den ich am meisten bewundere, ein litauisch-jüdisch geborener Franzose, Emmanuel Levinas, hat geschrieben, man soll sich nie von dem Finger identifizieren lassen, der auf einen zeigt. Aber dieser Finger wird andauernd gebraucht und das kommt auch öfters in unserer Diskussion hervor. Und diesen Finger abzuweisen und zu sagen, ich bin nicht so, wie der Finger mich haben will, das ist wesentlich. Frau Demirkan, kommt Ihnen dieses Wandeln zwischen den Welten auch noch vertraut vor? Meine Mutter war Moslem, Gott hab sie selig. Mein Vater lebt noch, 93-jährig, ist ein Kantianer. Ich bin also zwischen Kant und Koran hin und her geswitcht, aber die Moral, ja, es war so. Der kategorische Imperativ gehörte genauso dazu wie die goldene Regel in meinem Leben, aber ich bin sehr moralisch erzogen worden. Dieses Hin- und Her-Switchen ist ein Teil meines Seins. Und ich habe das Gefühl, dass jede Generation sich häuten muss, wenn sie diese traditionellen, das sind Fesseln, loswerden will, sich befreien will davon. Und das habe ich weitgehend geschafft. Nichtsdestotrotz ist es so, dass ich bin mir nicht sicher, ob wir nicht tatsächlich ein Ahnengedächtnis haben, das uns immer wieder sozusagen überrascht mit dem, das gesagt hat, genau, ne? Ja. Mit dem, was mal war. Und ich weiß jetzt nicht, weil ich eben die Ahnen alle nicht kenne, warum mir bestimmte Bilder immer wieder auftauchen. Das weiß ich nicht. Aber ich glaube, dass wir jedes Mal von neuem, jeden Tag fragen müssen, wer sind wir? Diana und Deborah, wenn Ihre Mütter Sie hätten irgendwo hin transportieren wollen, welches Land hätten Sie sich denn ausgesucht? Diana, welches Land hätten Sie Ihrer Mutter eingegeben? Ich bin sehr zufrieden in Deutschland. Ich bin sehr froh, dass wir hier sind. Also ich bin sehr froh, dass ich hier geboren und aufgewachsen bin. Ich bin eigentlich sehr froh, ich lebe sehr gerne in Deutschland, ich lebe sehr gerne in Europa, ich bin einfach gerne hier. Insofern bin ich sehr dankbar, Mama. Also so. Da muss ich auch einiges über meine Mutter sagen. Die war für mich eine Art Heilige. Nie ein Wort des Hasses und hat mich immer ermutigt zu dem, was ich tue in Deutschland. Vielleicht schulde ich ihr, dass ich 1947 zum ersten Mal nach Deutschland zurückgekommen bin und heute noch nicht verstanden habe, wie ich so unbefangen sein konnte. Trotz meiner geistigen Anerkennung dieser Situation, trotz meiner Aussagen, meine Meinungen, meine Positionen, weiß ich, dass wenn irgendwas schieflaufen würde und Israel würde von einem Tag auf den anderen verschwinden, das würde so eine große Tragödie für jüdische Menschen bedeuten. Ich weiß, dass ich darunter gehen würde. Ich würde auch verschwinden. Und das macht mir so Angst, und diese Angst macht mich dann schuldig, weil ich weiß, diese Angst ist dann eine egoistische Angst, was sagt, Selbstpräservierung, Selbstpräservierung, egal am Ende was passiert, wir müssen uns selbst präservieren, und dass ich das in mir noch habe, das spricht ja so viel für Identität und wie es in uns eingepflanzt ist, dass trotz meiner geistigen Versuche, mich davon zu befreien, bebt immer noch diese kleine Stimme in mir, die sagt immer, wenn ich sage, ich bin dagegen das und gegen das und das soll ein Staat werden und alle sollen gleich hier retten, immer sagt die kleine Stimme, aber was passiert, wenn wir ausgelöscht werden? Ja? Und das haben sie auch beschrieben, als sie hier angekommen sind. Plötzlich waren sie für einen Moment in diese Opferselbstwahrnehmung. Und das Ding ist, ich glaube, um diese Identität, diese israeli-jüdisch-zionistische Identität, mal gesund zu machen, muss aber gleichzeitig eine Befreiung dieser Opferselbstwahrnehmung passieren. Und dafür können wir nicht alleine arbeiten. Dafür brauchen wir Hilfe und Unterstützung. Dafür brauchen wir Bestätigung von der gesamten Gesellschaft, die uns sagt, wir sehen euch nicht mehr so, ihr müsst euch nicht mehr so sehen. Das ist wirklich eine Spiegelung-Effekt. Wir gucken mal raus in die Welt und fragen, was sehen die Menschen, wenn die uns sehen? Und das, was sie zu uns spiegeln, das hat eine Wirkung auf unser Selbstbild. Insofern ist dieser Fortschritt wirklich ein gemeinsamer Prozess. Die Summe meiner Identitäten ist das, was mich ausmacht und wo ich mich wohlfühle, und ich glaube auch sagen zu können, dass ich mich in Deutschland heimisch fühle, und da bin ich gerade und da will ich auch erstmal eine Zeit lang sein, und deswegen ist das für mich auch ein Stück weit Heimat, aber ich möchte mich als Person nicht begrenzt wissen auf diesen Ort, weil ich einfach mehr bin als nur eine geografische Herkunft, eine geografische Heimat habe. Vielen Dank an dieser Stelle für Ihr Interesse, für Ihre Geduld, für Ihre Aufmerksamkeit, und Ihnen ganz, ganz herzlichen Dank für dieses große Engagement. Vielen Dank. Vielen Dank.